Guten Abend! Welcome to a new vlog. Wisst ihr, was ich heute den ganzen Tag gemacht habe? Zero. Ich habe, reingeguckt, mein Video für heute geschnitten und dann habe ich nichts gemacht. Wir waren nur spazieren und ich habe sonst nichts gemacht. Ich habe nicht mal ein Bild bearbeitet. Nichts getan. Naja, muss auch mal sein. Es sind wieder einige Pakete angekommen. Aber ich will jetzt erstmal Plätzchen backen und ich dachte, ich nehme euch mit. Deswegen drehe ich jetzt mal heute ein bisschen später, beziehungsweise fange ein bisschen später an, weil mein Tag hätte euch safe gelangweilt. Und ich werde einfach Butterkeks machen. Normalen Butterkeks. Und ich habe, noch Kuvertüre? Auf jeden Fall Streusel. Bitte sag mir, dass ich noch gucke. Ja! Nice! Ich habe Streusel, ich habe ein paar Nüsse, ich habe Mandelsplitter, ein paar noch. Können wir ja gleich alles mal gucken, was ich denn noch so habe. Aber als erstes machen wir den Teig. Ein Butterkeksteig besteht wirklich aus nicht wirklich vielen Sachen. Ich sage euch kurz aus, was meiner besteht. Und zwar aus Zucker. Oh Gott, ich habe kaum noch Zucker. Mal gucken, ob das reicht. 200 Gramm Butter in Stücken, 2 Eigelb, 1 Vanillezucker, 300 Gramm Mehl und etwas zum Bearbeiten. Wirklich nicht viel. So. Kochvorgang starten. 100 Gramm Zucker. Mal gucken, ob das, was ich habe, reicht. Ansonsten habe ich noch Birkenzucker. Oh! 250 Gramm. Ich soll das Ganze jetzt in eine Frischhaltefolie packen. Riecht schon so lecker. In den Kühlschrank legen. Ich bin jetzt in die Fresh-Funktion gelegt, also unten in die Schublade. Da ist es ein bisschen kälter. Dann hoffe ich, dass ich ihn ein bisschen schneller machen kann. Ich spüle jetzt in den Mixtopf und mache hier mal wieder klar Schiff. Und dann warte ich ein bisschen. Mein Teig ist fertig. Meine Ausstecher sind hier. Meine Arbeitsplatte ist mit Mehl und mein Backblech ist ready. Und deswegen werde ich jetzt einfach anfangen. Oh, mein Nudelholz fehlt. Der Backofen wird auch vorgeheizt gerade. Meine Hände sind gewaschen, meine Haare sind zu. Let's go. Oh, meine Ringe kann ich auch ausziehen und meine Serie anmachen. In der Küche geht die Post ab. Ich mache gerade Abendessen warm. Von gestern ist nämlich noch Bolognese übrig. Die ist im Thermomix. Dann hier noch Nudeln. Und hier schmelze ich gerade Schokolade. Dann habe ich noch einen Zitronenguss gemacht. Einfach mit Milch, Puderzucker und Zitrone reingepresst. Und hier sind meine ganzen Kekse. Wuhu. Ich habe hier noch Streusel und Mandeln. Dann werde ich jetzt schon mal ein bisschen loslegen. Die sind schon komplett ausgekühlt. So, und dann verteile ich schon mal so ein bisschen was. Streusel drauf. Ich hätte gerne grünere Streusel oder so oder rote. Ich habe jetzt leider nur bunte. Dann mache ich noch ein paar ohne Streusel, nur mit dem Guss. So sieht das erstmal aus. Und wir essen jetzt erstmal zu Abend, weil das jetzt hier ready ist. Bevor die Nudeln nämlich verkochen, kann ich das hier schon mal auf 0 stellen. Und das hier stelle ich auf 1. Kann das in Ruhe so geschmolzen bleiben. Da ist das Essen von gestern. Ich habe mal die ganze Soße draufgehauen, damit ich nichts wegschmeißen muss. Aber ich mache immer Nudeln zu viel. I'm back! Und ich verziere schon mit Schokolade. Das würde Shitstorm geben, okay? Das wäre, glaube ich, nicht so lustig. Das wäre nicht so witzig, nee, nee. Yonder than baby, oh. So, möchten Sie einen Keks? Okay. Oh, diese Schokodinger, die werde ich alles übernehmen. Fertig. Jetzt lasse ich die einmal nur noch auskühlen. Das letzte, was wir gemeinsam gemacht haben, war Kekse backen. Das ist jetzt schon ein paar Tage her. Die waren sehr, sehr lecker. Wir haben noch ein paar übrig, aber die waren wirklich sehr, sehr lecker. Schatz, willst du Kekse? Willst du Kekse? Okay. Ich habe oben so viele Pakete. Ich weiß nicht, ob ihr jemals so viele Pakete bei mir gesehen habt. Das ist wirklich der absolute Hammer. Das ganze Zimmer ist voller Pakete. Deswegen würde ich sagen, wir trocknen jetzt zusammen meine Haare und stylen die. Ich habe mich schon geschminkt für heute. Und dann gehen wir hoch, Pakete aufmachen. Dafür nehme ich direkt ein Messer mit, sonst drehe ich oben wieder durch. Meine Wärmfläche. Hm.
Schön noch ein bisschen Wasser. Ich habe oben noch nicht gesaugt. Übrigens, heute ist Samstag. Das Video kommt Mittwoch online und morgen drehe ich das Video für Montag. Also es ist ein bisschen durcheinander, aber wir bekommen das auf jeden Fall hin. In der mittleren Etage habe ich noch nicht gesaugt. Allerdings hat mein Mann hier unten in der Etage plus alle Treppen, also die kompletten Treppen, mit dem Vorwerkstaubsauger gesaugt und wir sind happy. Ich habe mich echt darüber gefreut. Ich habe gestern übrigens das erste Mal in meinem Leben Rouladen gemacht und die waren so lecker. Also ich habe die einfach mit Salz und Pfeffer bestreut. Dann habe ich Senf drauf gemacht, Essiggurken, gedünstete Zwiebeln. Dann habe ich die eingepackt, dann habe ich die Soße gemacht und die so 2 Stunden gekocht. Und die waren so lecker. Wollte ich schon mal sagen, war mein erstes Mal. Habe bei YouTube ein Rezept gefunden. Die Frau heißt Bea, die das macht. Und wenn ihr eingibt Rezept Rouladen Bea, dann kommt sie auf jeden Fall. So, jetzt werden wir erstmal dieses Messer hier weglegen. So ein schöner Dezember, oder? Sieht eher aus wie ein Oktober, aber kalt ist es schon. Okay, das ist ein bisschen jenseits von Gut und Böse hier passiert. Oh mein Gott, was ist das denn? Hoppala. Ein Thumbnail wert, oder? Das war anstrengend. So, ich habe meinen Thumbnail geschafft. Oh mein Gott. So wäre das Thumbnail sogar noch cooler. So Leute, ich habe meinen Thumbnail geschafft. Mir ist doch ganz schön warm geworden. Hier sind auf jeden Fall auch ein paar Sachen dabei, die ich für meinen Mann bestellt habe. Eine Maus und eine Tastatur. Mal gucken, ob ich die hier irgendwo finde. Vom Rest und ein... Das ist ein Weihnachtsgeschenk. Das war im letzten Video für euch. Glaube ich, dass das das Weihnachtsgeschenk war. Yes. Deswegen zeige ich das nicht. Aber wir haben hier ein... Ich weiß nicht, was das ist. Ah, doch. Die gehören auch mit zum Geschenk. Nice! So geil. Das könnt ihr alles in meinem letzten Video sehen. Da habe ich euch nämlich gezeigt, was ich für meinen Mann gekauft habe. Vielleicht ist das ja Inspiration, auch wenn es für Weihnachten vielleicht ein bisschen spät ist, weil man ja nicht mehr einfach in die Geschäfte laufen kann. Aber vielleicht ist das ja auch Inspo für Geburtstage oder weiß ich nicht was. Oder generell irgendwie eine kleine Aufmerksamkeit zwischendurch. Das sind nämlich Kleinigkeiten dabei auch. Und größere Dinge, also. Und zwar habe ich ein Päckchen von Urban Decay bekommen. Und zwar habe ich einen Silvester-Look im letzten Video auch noch geschminkt. Und den könnt ihr euch auch sehr, sehr gerne anschauen. Ich habe hier nochmal ein paar Concealer, weil ich nicht mehr die Farbe hatte, die ich brauche. Augenbrauenstifte und einen Eyeliner. Das ist ja, den habe ich auch meinen Favoriten erwähnt. Das ist mit der beste Eyeliner, den es gibt. Der ist so gut, der Perversion Liner, weil er einfach keine... ausfranzbare Spitze hat. Also den kann man wirklich Ewigkeiten benutzen, sodass man hinten einen richtig schönen Wing bekommt. Ach, meine Haare nerven mich ein bisschen. Wir müssen direkt organisiert sein. Bei so vielen Kartons. Hier ein Paket vom Göller. Wie schön ist diese Zeichnung. Bitte. Liebe Tara, vielen Dank für die erfolgreiche Zusammenarbeit in diesem besonderen Jahr. Oh, ich habe hier ein paar coole Lippenstifte. Wow. Die Lippenstifte sind ja ganz besonders. Die haben hier so Kappen mit Spiegeln, die man dann aufklappen kann. Das sind ganz coole Geschenkideen. Also viele Männer kaufen das auch einfach für ihre Frauen zum Geburtstag oder zu Weihnachten oder so, weil das einfach ganz cool ist. Die kommen nämlich so und die Kappen kennt ihr ja. Die setzt man dann oben drauf und dann ist das mit so einem Spiegel. Schöne Farbe. Nummer 64. Und das hier ist die Kappe, die man dann hier so draufsetzt. Und dann ist hier ein Spiegel mit drin. Das heißt, wenn ihr das hier aufmacht, dann geht direkt der Spiegel auf. Dann haben wir hier ein Paket von, ich glaube, das ist My Theresa. Ich werde nämlich mit Franzi eine Yves Saint Laurent verlosen. Müsste entweder heute oder morgen auf meinem Instagram-Account online gehen. Hier vorne steht, the only real elegance is in the mind. If you got that, the rest really comes from it. Dann ist hier einmal die Rechnung drin. Run by den, run by den. Wow, so ein schönes Packaging. Das ist eine Clutch in einem wunderschönen Ton. Ich wollte erst eine schwarze holen, aber ich dachte mir so, genug mit schwarz. Oh mein Gott, sie ist ein Traum. Ich dachte, sie wäre weißer. Auf dem Foto sah sie weiß aus. So schön. Oh mein Gott. Ich kann es nicht abwarten, sie euch zu schicken. Ich hoffe, dass in dieser Tasche für die Gewinnerin ganz, ganz viele positive Nachrichten stecken werden und dass sie mit ganz viel Freude tragen kann und ja, ganz viele schöne Momente mit ihr erlebt. Ein Weihnachtspaket. Liebe Tara, vielen Dank für deinen Support mit unseren Marken. Wir wünschen dir frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. @lamer, @Estee Lauder und @BobbyBrownGermany. Die gehören ja alle zusammen zu Estee Lauder. Und ja, ich habe letztens mit meinem Mann gesprochen. Er wollte unbedingt eine Creme.
und hat dann gegoogelt, welche Creme die beste ist. Er hat natürlich für Männer gesucht und kam dann zu La Mer. Und ich habe ihm gesagt, Schatz, ich habe dir 100 Mal gesagt, ich habe eine La Mer oben, benutzt sie doch. Und er war so, oh mein Gott, voll High-End und wie macht man das und so. Ja, und dann hatten wir es über La Mer. Oh, ich liebe Lebkuchen und zwar richtig echten Lebkuchen. Mein erster High-End-Highlighter war ein Bobbi Brown Brick Highlighter. Oh wow, hier sind 3 Sachen. Er hat so Glück. Die La Mer Creme, weil ich habe sie mir auch geholt. Ob ich ihm das jetzt sage, ist die Frage. Wann ich das gezeigt habe in diesem Jahr oder war das im Jahr davor? Ein unfassbar gutes Serum, das Night Repair Serum. Das Advanced Night Repair Serum. Soothing Cleansing Oil von Bobbi Brown. Jasmin Flower White Water Lily Goji Beere Extrakt. Sehr cool, das werde ich für mein Gesicht zum Abschminken bald benutzen. Oh wow, vielen, vielen Dank. Ich kann es kaum abwarten, diese Schätze hier zu benutzen. Dann haben wir meine liebste Haarmarke, Nusha. Wir haben... Oh, ja! Wir haben ein Deep Cleansing Shampoo und ein Gentle Care Shampoo. Dieses Gentle Care benutze ich nur. Ich liebe das. Und das Deep Cleansing habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Den Soft Cotton Conditioner, mein Lieblingsconditioner, also sehr, sehr gut. Übrigens, meine Friseurin meinte auch, ich so, der Conditioner ist ja teurer als das Shampoo, ne? Kostet 1-2 Euro mehr. Und dann meinte sie, ja, das ist normal, weil der Conditioner hält ja länger. Und ich bin von allen Wolken gefallen. Ich so, wie? Sie so, ja, also du solltest vielleicht 2 Haselnussgrößen für dein ganzes Haar benutzen. Und ich bin mit Conditioner immer so... ich habe im Moment die Kiwi-Maske von Nusha in der Dusche und die ist aber fast leer und dann werde ich die direkt hier reinstellen. Das kann man als so Turbo-Variante 3 bis 5 Minuten reinmachen oder als wirklich Deep-Treatment 15 Minuten drin lassen. Oh, das ist auch das, was ich so gerne mag, wovon ich gerade gesprochen habe. Dieses Selected Extract of Kiwi All About Smooth Treatment. Das ist so eine Maske, die man wirklich, die habe ich heute Morgen auch wieder 3 Minuten in meine Haare getan. Und dann ausgewaschen, Conditioner, ganz, ganz bisschen Conditioner nochmal in die Spitzen. Bin sehr, sehr begeistert von Nusha. Ich weiß nicht, ob man das über sich selbst sagen darf, aber ich habe wirklich tolles Haar bekommen dadurch. Es ist sogar noch was drin und zwar das Natural Argan Oil. Das habe ich ja schon und deswegen, das hält so lang. Das ist so ein Produkt, welches bestimmt ein Jahr hält. Und deswegen werde ich das meiner Mama schenken. Vielen Dank an Nusha, ich habe mich sehr, sehr gefreut. Hier ist keine Karte mit drin. Oh mein Gott, hier ist noch ein großes Paket von Nusha. Eine Weihnachtskugel. Und da ist was drin. Ein Haarparfum. Ich gebe mir generell Parfums nie auf meine Haut, sondern immer auf meine Klamotten und auf meine Haare. Für die Haare ist natürlich Parfum immer ein bisschen austrocknend, weil da viele Alkohole drin sind. Und deswegen ist es praktischer, eigentlich ein Haarparfum zu benutzen. Boah. Das riecht wie das Shampoo. Wir freuen uns, dir auch 2021 wieder tolle Nusha-Moments zu bescheren. Sei gespannt. Bis dahin, bleib gesund und pass auf dich auf. Ich bin am Überlegen, ob ich anfangen soll, alle Karten zu sammeln. Ich glaube, ich fange damit jetzt an. Nochmal, meine Lieblinge, das Gentle Care Shampoo und der Soft Conditioner. Givenchy hat ein Päckchen voller Pralinen geschickt. Und ihr wisst sehr gut, wie sehr ich mich über Pralinen freue. Dann haben wir aber auch noch eine Beautybox von Givenchy bekommen. Liebe Tara, wir bedanken uns für die tolle Zusammenarbeit in diesem Jahr und freuen uns auf das nächste Jahr mit dir. Frohe Weihnachten wünschen dir Svenja und Kimberly. Einfach ein Poster vom Interdi. Eine Schneekugel. Denn das Interdi mit hier drin. 3-mal die Le Rouge Lipsticks. Die haben immer mit das schönste Packaging überhaupt. Also Givenchy hat immer zum Beispiel jetzt einen Deckel. So rot und dann so Nieten drauf. Richtig schön. Den kann man dann wahrscheinlich einfach auf die ganzen Lippenstifte draufstecken. So, dann die Dahlia. Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, von 90% der Pakete, die hier rumstehen, habe ich keine Ahnung, was das war. Weil es kam irgendwie alles an 1 bis 2 Tagen auf einmal. Ich war so überrascht, dass uns haben noch nie so viele Pakete an einem Tag erreicht. Oh mein Gott, was ist das? Habe ich hier so ein großes, voll süßes Paket bekommen. Ich weiß nicht, geht das auch hier auf? Ich verstehe das jetzt gerade nicht. Ah, wow, da ist sogar eine Kosmetiktasche mit drin. Oh, bitte, wie hübsch. Hier sind kleine Schwämmchen drin. Wieso kenne ich diese Marke nicht? Ist sie neu? Kann gar nicht sein, weil die haben auch einen blauen Haken und viele Follower, also ist sie nicht ganz so neu. Und hier ist einfach ein Pinselset. We hope you to enjoy this special selection from Dear Dahlia, a luxury vegan beauty brand that has just come exclusively available at Douglas Online. Ah, deswegen. Jetzt erst bei Douglas Online, deswegen kannte ich sie auch noch nicht. Also so sieht das Packaging aus. Und dann haben wir hier einmal das und wow, einmal das. Also ich weiß jetzt nicht genau,
das jetzt Eyeshadow und Lippenstift sind. Multi Balm and Blusher. Dann haben wir hier einmal einen Lippenstift, auch eine wunderschöne Umverpackung. Dann haben wir hier noch eine Palette. Das ist eine Blooming Edition Secret Garden Tea Palette. Eyeshadow und Blusher. Mit Spiegel. Ist auf jeden Fall Papier. Ein Lip Tint. Oh mein Gott, ich liebe Lip Tints. Weiter geht's. Ah, Leute. Ich habe mir bei Amazon Merino-Wolle bestellt, weil ich diese Technik zum Knüpfen gerne machen möchte als eine Decke für unser Schlafzimmer. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob diese Farbe schön ist oder ob sie doch zu grau für unser Schlafzimmer ist. Werde ich gleich mal nachsehen. Ich habe eine Instagramerin gesehen, die diese Technik gemacht hat und das geknüpft hat. Also einfach nur, eigentlich sah das aus wie Häkeln. Sah ganz cool aus und ich dachte, vielleicht kann ich das ja auch machen und in unser Schlafzimmer halt so als Deckenüberwurf nehmen. Ein bisschen zu grau. Ich hätte gerne mehr ein Grayish. Oder lieber ein Beige als ein Grau. Weil ein Grau ist, finde ich, dominanter und dann macht den Raum grauer. Liebe Tara, liebe Office Beauté wünscht euch frohe Weihnachten im Kreise eurer Lieben und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich bin dankbar, euch beide in meinem Leben zu wissen und dass uns neben unseren beruflichen Themen eine Freundschaft verbindet. Bleibt die Menschen, die ihr seid, denn ihr seid großartig. Alles Liebe, eure Lisei. Oh, ich will weinen. Sie hat sich malen lassen von Jackie, so einer Illustratorin, die auch für Dior jetzt gezeichnet hat. Und sie hat sich selbst zeichnen lassen. Ich kann nicht mehr. Whatever. Holidays forever. Hey Soho. Oh mein Gott, was ist das bitte für ein cooler Pulli? Plus, wir haben ein Patchouli Eau de Parfum. Oh. Von Lancôme, ein Maison-Duft. Das sind sehr, sehr exklusive Düfte. Der Patchouli-Duft. Ich habe den Orange, glaube ich. Oranges. So, das sind so exklusive Düfte von Lancôme. Eine Kerze. Oh, wie schön. Boah, die riecht nach Zimt und Weihnachten. Die riecht wirklich nach, einfach nach so zimtig, weihnachtlich. Plus von Caudalie ist noch die Body Lotion, die ich jetzt gerade sogar benutze, mit im Paket. Vielen, vielen Dank an dich, Lisa. Ich habe von Glow Receive ein fettes Paket bekommen. Aber das ist, also von Ravi, der hat das für euch klar gemacht. Und das ist für die Sweet Monday Verlosung. Für die letzte Sweet Monday Verlosung. Und da ist alles von Glow Receive drin. Alles. So, jetzt machen wir mal ein bisschen Dalli hier. Ich habe für eine Freundin ein Babyphone bestellt. Das ist angekommen. Das hatte ich schon mal für eine Freundin. Und sie war davon sehr begeistert. Deswegen. Ich habe von Dior ein Paket bekommen. Liebe Tara, ein ganz besonderer Weihnachtsgruß von deinen Dior Girls. Wir freuen uns auf viele weitere tolle Projekte in 2021 mit dir. Fühl dich umarmt, deine Christina und Boni. Oh mein Gott, ich habe ein Coffee Table Book bekommen. Wo ich ja schon 100-mal erzählt, dass die Mutter von Christian Dior Floristin war und er sehr, sehr viel mit Blumen zu tun hat. Und eine große Blumenliebe pflegt. Dior schickt mir ein Coffee Table Book, Leute. Sind das Goals oder sind das Goals? Oh, ein Päckchen von Laura Mercier. Wir haben hier einmal eine Eyeshadow Palette. Einmal ein Sheer Lip Tint. Oh, ich bin auch voll auf dem Lip Tint Trip. Gefällt mir sehr gut. Und ein Caviar Stick Eye Color. Ah, das sind die. Das ist das Haarspray, was mein Mann immer benutzt. Oh, das ist die Maus für meinen Mann. Haben wir hier noch ein Paket von Braun. Tara, ein besonderes, aber auch anstrengendes Jahr neigt sich zum Ende zu. Schon erraten, was sich in diesem Beutel verbirgt. Ein Tipp, ein Design, eine Design-Ikone neu interpretiert. Klein, besonders sanft und immer griffbereit. Voll der süße Beutel. Ui! Hello Face, goodbye Hair. Wie cool ist das denn? Gibt es so einen Haarentferner fürs Gesicht? Yay, das letzte Paket! Hast du noch mal eine Merino-Wolle bestellt? War für den Sohn meiner, also den Sohn für Gösse, da wollte ich so eine kleine Decke machen. Die werde ich auf jeden Fall auch behalten und dann machen. Einmal Merino-Wolle in so einem dunklen Braun bestellt. Weil ich kann mir auch vorstellen, mein Schlafzimmer noch mit einem Schokobraun zu vermischen. So, Leute. Wow, ganz schön viel. Ich habe mich jetzt mal kurz angezogen, um diesen Whatever-Pullover anzuschauen. Wartet, ich stelle euch mal lieber dahin. Wie cool ist er? Ich habe jetzt so einen Rock angezogen. Entschuldigung für zu Hause und dicke Strümpfe, das war's. Nice, ich mag den voll. Der ist auch innen so schön gefliest. Hello, Leute, was geht? Heute ist Dienstag, ein Tag vor der geplanten freien Zeit. Morgen ist Mittwoch, da kommt dieses Video online. Also wenn ihr dieses Video seht, bin ich hier beim Urlaub.
Wir haben Kekse gebacken, wir haben Pakete aufgemacht. Übrigens sind zwar noch zwei Pakete noch angekommen, die ich euch gleich nochmal kurz zeigen werde, aber ich glaube, es ist nichts Spektakuläres. Ja, ansonsten habe ich mich jetzt gerade kurz fertig gemacht. Ich muss gleich ein bisschen was einkaufen gehen und dann werde ich noch mehr Kekse backen. Und ja, wir sind heute so spät aufgewacht, Leute. Wir sind an einem Dienstag um 9 Uhr. Ich war erst um 9.30 Uhr unter der Dusche, also anders als sonst. Normalerweise wachen wir sehr früh auf, fangen sehr früh an zu arbeiten, aber ich kann es kaum abwarten, nichts zu tun. Das wird ja auch, glaube ich, was geht da oben? Sehr, sehr entspannt. Ich kann es kaum abwarten. Ich kann es auch kaum abwarten, in dieser Zeit so ein bisschen was im Haus zu machen. Es sind nämlich so ein paar Kleinigkeiten auch überall, ne? Hier zum Beispiel fehlt der Deckel in der Steckdose. Manche Steckdosen sind auch nicht richtig angebracht. Das heißt, wenn man da was rauszieht, dann fliegt einem die Steckdose auch irgendwie halb entgegen. Dann möchte ich auch gerne unten im Keller sehr viel machen. Im Gästeraum brauche ich Lampen und auch im Waschraum brauche ich eine Lampe. Im Flur brauche ich eine Lampe. Ich brauche auch noch ein paar Regale und ja, möchte gerne diese Leinwand bemalen. Also ich habe einiges sehr Chilliges zu tun, aber ich habe keine Pflichten, was mich sehr entlastet. Ich habe gestern zu meinen Schwiegereltern gesagt, ich habe dann einfach 10 Tage frei. Und ich glaube, in den letzten 4 Jahren nicht vorgekommen. Weil auch wenn ich zu meinen Eltern gefahren bin über die Feiertage, habe ich immer meine Kamera dabei gehabt. Ich habe immer gefilmt, ich habe immer gedreht, ich habe immer geschnitten. Auch wenn wir im Skiurlaub waren um die Zeit immer, ich habe immer gedreht und geschnitten und ja, das fällt dieses Mal weg, weil das hier das letzte Video ist bis zum neuen Jahr. Ich werde kein YouTube-Video mehr hochladen und ich glaube, auf YouTube wird es relativ ruhig. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber die Kanäle, die ich gucke, die machen über die Zeit Pause. Deswegen, ja, wird es ruhig, aber ich werde mir auf jeden Fall die Tage noch einen Organizer bestellen, einen für 2021, weil ich möchte dieses Jahr auf jeden Fall organisierter sein als in den Jahren davor. Ich war immer sehr, sehr spontan und habe immer in irgendwelche Bücher geschrieben, aber ich brauche definitiv etwas, was mich immer begleitet. Und ich dachte an einen Filofax, weil man kann das Innenleben austauschen, was ich ganz gut finde. Und ja, da werde ich auf jeden Fall später mal surfen und gucken, welcher mir gefällt. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt auf jeden Fall noch 2 Pakete auf. Ich habe auch so Rückenschmerzen. Oh, guck mal bitte, wie dunkel es ist. Es ist gerade mal 13 Uhr. Dezember und wir haben gefühlt 10 Grad. Also es ist richtig mild draußen. Ich weiß, ich bin in einem sehr entspannten Modus. Also ich war heute Morgen, weil wir ja so lange geschlafen haben. Ich habe um 9 Uhr meine Augen aufgemacht, obwohl wir einen Wecker gestellt hatten auf 8, aber keiner hat auf den gehört. Obwohl wir so lange geschlafen haben, normalerweise stresst mich das total, weil mich das, oh mein Gott, mein H&M-Paket kommt noch an. Wait. Jedenfalls war ich heute Morgen nicht schlecht gelaunt, weil mir so viel Zeit verloren gegangen ist, sondern ich dachte mir so, YOLO. Das heißt, ich kann euch das zeigen. Fangen wir erstmal mit den anderen Paketen an. Ein guter Freund arbeitet von mir jetzt bei Gitti und ich kannte Gitti ehrlich gesagt nicht. Das ist eine Kosmetikmarke und wir haben hier Water-Based Nail Colors. Ich habe ja Shellac, deswegen werde ich wahrscheinlich das hier eher verschenken. Noch mehr schöne Farben. Ein Nagelöl, oh mein Gott, das kann ich sowas von gebrauchen. Und sogar noch ein Vegan Nail Care Serum für die Nägel. Die beiden werde ich auf jeden Fall stibitzen für mich. Dann haben wir noch ein Hydrating Treatment Handcare. Ich brauche ganz, ganz dringend eine Handcreme hier unten. Deswegen werde ich die direkt hier unten reinlegen. Irgendwo hinlegen, meine ich. Sieht cool aus. Ich mag das gerne, wenn das in so Tuben kommt, weil man da sehr viel rauspressen kann. Ein Natural Remover für all diejenigen, die Nagellack benutzen. Hier ist das gute Stück für mich zum Schneiden. Da kann ich meinen Laptop drauflegen und dann habe ich praktisch eine Erhöhung, weil mein Arm so sehr weh tut beim Schnitt, weil ich immer diese Körperhaltung habe. Also ich habe immer diese Körperhaltung, auch mit dem Handy. Meine Arbeit besteht nur daraus. Und deswegen ist es ganz praktisch, oder ist es, mein Orthopäde meinte, Tara, du musst gerade gucken. Und dann noch ein H&M-Paket, hier auf Kissenhüllen bestellt. Ich weiß nicht, ob das nur die Kissenhüllen sind. Das Hemd ist auch dabei. Also ich habe 6x50x50 Kissenhüllen bestellt, weil ich die brauche für den Balkon. Da habe ich nämlich
Kissen, Quatsch, ich habe Innenleben bestellt, nicht Hüllen. Kissenhüllen habe ich nämlich unten und ja, dafür habe ich kein Innenleben. Dann, das sind alles, glaube ich, 50x50, ja, 2, 4, 6. Dann die Bestellung und ich habe dieses Hemd bestellt. Guck das mal aus. Dann kann ich das noch einpacken und noch unter den Baum legen. So sieht das aus. Es ist so weich. Es ist richtig kuschelig weich. Und ich mag diese Holzfäller-Optik an ihm sehr gerne. Das steht ihm sehr, sehr gut. Ich werde auf jeden Fall das Schildchen dran lassen und die Retoure bei mir behalten. Falls ihm das nicht passen sollte, kann er das ja nochmal zurückschicken. Aber super weich. Ich wollte eigentlich nur vor die Treppe legen. Dann ist der eine komplett runtergerollt. Jetzt bringe ich sie einfach alle schon mal in den Keller. So. Die Retoure behalte ich mal. Kartons drauf. Es hat ja gerade so geregnet und jetzt scheint die Sonne. Ich werde euch natürlich auch zeigen, wenn ich wieder back bin, was ich zu Weihnachten bekommen habe. Aber bis dahin wünsche ich euch ganz, ganz tolle Feiertage. Ich hoffe, dass ihr euch erholen könnt und dass ihr ganz... Also ihr müsst ja auch entspannen. Es gibt ja sonst auch nichts zu tun. Aber ich hoffe, dass ihr tolle Weihnachtstage habt. Auch wenn ihr keinen Weihnachten feiert, hoffe ich natürlich, dass ihr eine wunderschöne Zeit mit eurer Familie habt und euch ausruhen könnt. Und außerdem wünsche ich euch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Falls ihr mich vermisst, könnt ihr mich natürlich auch auf Instagram besuchen. Aber bis zum neuen Jahr wird es auf jeden Fall keine Videos mehr geben. Das ist es, Leute. Vielen Dank für das wundervolle Jahr. Ich hatte mich ja schon in den Favoriten von Herzen bei euch bedankt, weil ihr wirklich ein ganz großer Teil meines Lebens seid. Ein ganz, ganz wichtiger Teil und ich bin wirklich, also wie gesagt, ich bin echt abhängig von euch. Also das, was ihr sagt, ist mir sehr, sehr wichtig. Und ja, wünsche euch auf alles, alles Gute. Ich hoffe sehr, dass ihr auf euch aufpasst und dass ihr gesund bleibt. Mir fällt es schwer, mich zu verabschieden. Deswegen, Tara, es sind nur ein paar Tage. Chill mal dein Leben. Also wir sehen uns im neuen Jahr wieder. I love you. Vielen Dank für alles.